Jo Leute, das war brandaktuelles, komplett neues Star Wars Battlefront Gameplay, was EA auf der Facebook-Seite gepostet hat. Und da es was Offizielles ist, darf ich das hier sogar zeigen. Das freut mich natürlich und deshalb mache ich auch so ein kleines Video dazu. Ich weiß, man konnte jetzt nicht wirklich viel sehen, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Wir haben so ein bisschen Multiplayer-Gameplay auf Hoth gesehen und dann noch ein bisschen Koop-Gameplay auf Tatooine. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und das Ganze stammt von dem PC. Das heißt, das ist PC-Grafik und es sieht wirklich, wirklich gut aus und deshalb wollte ich das einfach mal mit euch teilen. Und ja, es gibt so ein paar kleine Sachen, die mir da noch aufgefallen sind, die ich vorher noch gar nicht so bemerkt hatte und das erzähle ich euch auch mal. Und zwar sieht man an einer Stelle so einen Lock-on-Raketenwerfer, da erfasst er halt so ein AT-ST und dann fliegt die Rakete da mehr oder weniger automatisch hin. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Das war jetzt im Koop-Modus, also keine Ahnung, ob es den dann auch im Multiplayer gibt. Dann das kannte ich zwar schon, aber ich muss einfach nochmal darauf hinweisen, der Thermaldetonator, der hört sich so awesome an, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, der explodiert wirklich mit so einem geilen Sound, das habt ihr ja eben auch gehört und ich finde, das bringt so eine krasse Atmosphäre in das Spiel, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was ich hier noch gesehen habe, im Koop-Modus kann man Airstrikes mit so einer Art Fernglas rufen. Ich denke nicht, dass es das auf diese Art und Weise auch im Multiplayer gibt, denn im Multiplayer gibt es ja den großen AT-AT und wer den AT-AT steuert, der kann auch Airstrikes rufen. Ich denke nicht, dass es da noch so ein Fernglas gibt, aber ich weiß es nicht, von daher einfach mal überraschen lassen. Und ja, das war es jetzt schon dazu. Wirklich ein kurzes Video, ist halt ein kleines Update zu Gameplay, was ich euch endlich auch mal zeigen kann und nicht nur verlinken muss. Das freut mich natürlich und deshalb, es war einfach jetzt mal Zeit, da ein Video zu machen. Und dann eine Sache noch, und zwar habe ich gestern die 40.000 Abonnenten geknackt und dafür ein riesen Dankeschön an euch alle, an alle, die das jetzt gerade sehen. Vielen Dank dafür, es ist so mega krass, also das ist echt eine Hammerzahl, wenn man sich mal vorstellt, wie viele Leute das sind. Ich muss leider sagen, ich habe im Moment wenig Zeit und ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein tolles Abo-Special schaffe. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Idee, aber wenn ihr noch irgendwas habt, was man vielleicht umsetzen könnte, was nicht ganz so ewig dauert, ihr müsst wissen, ich arbeite zurzeit Vollzeit, das heißt, ich habe nicht so mörder viel Zeit, aber wenn ihr irgendeine Idee habt von irgendeinem Videoprojekt, was man auch umsetzen kann am Wochenende oder wo man nicht ganz so viel Zeit reinstecken muss, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich ein bisschen ratlos, aber ja, ich kann nichts versprechen, aber vielleicht kommt ja dann doch noch was zustande, wäre ja vielleicht doch mal was ganz Cooles. Und ja, das war's jetzt. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen. War jetzt wirklich nichts Großes, aber ich denke mal, ich mache ja ab und zu mal so ein kleines Video zu neuen Infos zu Star Wars. Von daher, das gehört auf jeden Fall da rein. Und ja, ich würde mich über eine Bewertung freuen. Und das war's jetzt. Mein Name ist MegaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao!